Heftige Hitzegewitter haben in den vergangenen Tagen in einigen Regionen Deutschlands gewütet. So riss eine Gewitterböe in einem Wald im Norden Niedersachsens zahlreiche Bäume um. Neben Sturm brachten die Gewitter aber auch einiges an Regen mit. So wurden zum Beispiel in Rheinsberg westlich von Dresden zahlreiche Straßen überflutet. Auch in den kommenden Tagen werden uns solche Bilder wahrscheinlich noch öfter begegnen, denn die Luft bleibt schwülheiß und damit gewitteranfällig. Wegen ihrer geringen Zuggeschwindigkeit bleiben die Gewitterwolken oft länger an Ort und Stelle. Daher können große Regenmengen in kurzer Zeit zu Überflutungen führen. Keller können volllaufen. Auch Gewitterfallböen und größere Hagelmengen sind weiterhin möglich.